Ist Emma noch gar nicht wach? Normalerweise ist sie doch immer als erstes wach. Sie will immer direkt in die Kita laufen. Ich werde mal nachschauen. Ich denke nicht, dass sie noch schläft. Ach, tatsächlich. Emmalein, willst du nicht aufstehen? Du musst doch in die Kita. Oh, es ist schon morgens. Es ist doch noch mitten in der Nacht. Nee, es ist ja schon hell. Oh, Mann. Oh, ich muss in die Kita. Oh, ich muss auch noch was vorbereiten für den Plan, den ich mit Clara habe. Ach, na gut, Emma, dann mach du dich mal fertig. Ich werde dir schon mal einen Kakao machen. Oh, ich glaube, jetzt ist die Luft rein. Jetzt kann ich endlich meinen Plan umsetzen. So, meinen Rucksack habe ich jetzt schon mal. Und dann ab zum Pool. Ich hoffe nicht, dass Mama was bemerkt. Da ist sie ja, meine Gießkanne. Die packe ich jetzt schnell in meinen Rucksack. Schwuppdiwupp. Emma, was hast du denn vor hier im Pool? Es wird jetzt nicht gebadet? Nein, ich wollte nur mal gucken, wie das Wasser so aussieht. Ist noch nicht gefroren, noch ist Sommer. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Mama hat noch nichts bemerkt. So, Emmalein, ich habe hier schon mal deinen Kakao und auch dein Pausenbrot vorbereitet. Du willst doch nicht zu spät kommen zur Kita, oder? Los, los, los. Kakao am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich werde dann mal losgehen. Tschüss, Mama. Ab zur Kita. Wie ab zur Kita? Emma, du gehst nicht allein. Ich werde dich natürlich begleiten. Oh, Mama, du musst mich nicht jedes Mal bringen. Ab morgen kann ich wirklich alleine gehen. Ich kenne den Weg schon. Ach, Emmalein, du bist noch so klein. Ich meine, später, vielleicht im zweiten Jahr in der Kita oder so, kannst du vielleicht mal alleine gehen mit deinen Freunden. Aber bis dahin bringt die Mama dich. Und jetzt lass dich nochmal drücken. Oh, da ist Emma ja endlich. Emma, hallo! Ja, Mama, tschüss. Du kannst jetzt gehen. Oh, Emma, ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Was? Hast du das dabei? Mhm. Als ob ich jetzt nicht mehr in die Kita kommen würde. So lange bin ich doch noch gar nicht hier. Und natürlich habe ich das dabei. Auf mich ist Verlass. Ich habe das, was ich mitbringen wollte, schon im Bällebad versteckt. Dann sollten wir am besten die Gießkanne hier auch ganz schnell verstecken, damit die niemand sieht. Sehr gut. Und jetzt können wir uns noch besprechen. Also, Absprache im Bällebad. Jetzt sofort. Ach, guten Morgen, Emma. Ich habe dich noch gar nicht gesehen. Du bist ja schon da. Ja, ich bin schon da. Hallo. Ich habe auch nichts im Bällebad versteckt. Ja, super, Emma. Ganz toll. Schön, dass du da bist. Also gut, Clara, wenn Brigitte gleich abgelenkt genau. ist, dann können wir starten. Super. Emma, guck mal, Brigitte spielt mit den anderen. Dann kann's losgehen. Na gut, aber dann müssen wir schnell machen. Wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein. Nicht, dass sie uns bemerkt, dann geht alles schief. Ich stehe hier schmiere und du lässt schnell das Wasser in die Kanne. Mhm. Ich werde mich ganz groß machen, dann kann die dich nicht sehen, wenn du dich hinter mir versteckst. Okay, okay. Emma, die Kanne ist oben. Kommst du? Clara, du musst leiser reden, Mann, die können das hören, ich komme. Ich habe schon mal den Schlauch vorne an die Kanne gemacht. Und ich habe eine Schere mitgebracht, dann können wir noch Löcher in den Schlauch reinmachen. Oh Mann, das wird so lustig, das Wasser wird in alle Richtungen spritzen. Los, Emma. Oh, ich habe schon ganz viele kleine Löcher reingeschnitten. Super. Bestimmt 1000. Wo sind eigentlich Emma und Clara? Waren die nicht eben gerade hier noch im Bällebad? Und Wassermarsch. Und jetzt kommt der große Wasserfall, Achtung. Fängt es irgendwie an zu regnen? Aber ist das Dach vielleicht undicht? Also ich hätte schwören können, dass ich gerade einen Tropfen auf den Kopf bekommen habe. Oder habe ich mir das etwa eingebildet? Wow! Ein Wasserfall hier in der Kita, das gibt's doch nicht. Wo kommt das ganze Wasser her? Oh Mann, klasse, Emma. Es funktioniert. Das sieht richtig toll aus. Und die anderen da unten, die wundern sich total. Komm, schütte noch mehr runter. Oh, Clara, das war's jetzt wohl. Das Wasser aus der Gießkanne ist leer. Mehr kommt nicht. Och, Mann. Also das ist jetzt wirklich äußerst merkwürdig. Ich denke, ich muss einen Dachdecker rufen. Das Dach muss repariert werden. Wobei, das sind doch Clara und Emma da oben. Ach, und eine Gießkanne. Ich kann mir schon denken, was die gemacht haben. Oh, das kann wirklich was werden mit Emma Vogel. Die kommt dem Julian wirklich schon sehr nah. Du Mama, da ist ja dieser neue Reiterhof und können wir da nicht vielleicht zusammen hinfahren und mal gucken und vielleicht auch reiten? Ach Hanna, ich weiß nicht so recht. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so große Lust zu. Komm schon, Mama, bitte, 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 bitte. Ach Hanna, vielleicht einen anderen Tag, aber ich denke jetzt erstmal nicht. Oh Mann, ich finde das so fies. Ich will unbedingt zu diesem Reithof. Mann, ich wollte eigentlich zu diesem Reithof und jetzt darf ich nicht. Oh, richtig blöd. Das wäre so schön. Ich könnte Pferde streicheln, vielleicht auch ein bisschen reiten. Oh. Hey, Hanna, wollen wir was zusammen machen? Was zusammen machen? Ah, da kommt mir eine Idee. Einen Moment, Emma. Ja, wir können, glaube ich, was zusammen machen. Bleib genau da stehen. Ich komme sofort wieder. Hey,
Mama, ich bin's nochmal und ich wollte dir was sagen. Okay, mach mal. Worum geht's denn? Wieder um den Reithof? Naja, eigentlich eher um Emma. Also, Emma hat mir gesagt, dass sie unbedingt gerne auch mal eine Reitstunde hätte und sie traut sich nicht, dir das zu sagen. Das ist ihr größter Wunsch. Okay, stimmt. Emma hatte noch nie eine Reitstunde. Na gut, wenn beide Mädels das unbedingt machen wollen, dann müssen wir da wohin. Dann würde ich sagen, lass uns direkt losfahren. Okay, ich hole Emma. Oh, perfekt. Mama hat's mir geglaubt. So, Emma, da bin ich wieder. Und es gibt eine Überraschung für dich. Wir machen mit Mama jetzt einen Ausflug zu einem Pferdehof. Da können wir Pferde streicheln. Pferde streicheln? Na gut, ich hätte jetzt auch Puppen gespielt, aber na, Pferde streicheln ist auch ganz okay. Oh Mann, das wird so klasse. Hoffentlich haben die ganz viele Pferde. Oh, ich bin so gespannt auf diesen Hof. Ach, Emmalein, du hättest dich wirklich trauen können, das zu sagen. Ach, Leute, kommt los. Du brauchst doch keine Angst haben. Nicht, dass sich Emma jetzt noch verplappert. Wir müssen auf jeden Fall schnell los. Und wenn wir erstmal bei dem Pferdehof sind, dann ist ja auch egal. Vielleicht nehme ich noch so einen Apfel mit. Ich glaube, Pferde essen das gerne. Emma, kommst du dann? Mama, ich wollte eigentlich so einen Apfel mitnehmen. Oder haben die Pferde etwa auch eine Apfelallergie? Eine Apfelallergie? Ich glaube nicht. Ich denke, du kannst den ruhig mitnehmen. Oh, da sind die Pferde. 1, 2, 3 Pferde haben die. Sind die süß. Oh, ich hoffe wirklich, dass die keine Apfelallergie haben. Woher soll Mama das wissen, dass die keine haben? Daher kommen die dann auch ins Krankenhaus, wie Clara. Hallo, guten Tag. Claudia Vogel, mein Name. Ich bin mit meinen beiden Töchtern hier. Könnten die heute eventuell spontan eine Reitstunde bei Ihnen nehmen? Ach, da haben Sie Glück. Also ja, ich hätte Zeit. Und wir haben auch, also die Pferde stehen auch zur Verfügung. Dann kommen Sie doch gerne rein. Oh Mann, klasse. Mein Plan geht voll auf. Vielleicht frage ich einfach mal die Frau da. Ich glaube, dass sie Besitzerin der Pferde. Die weiß bestimmt, ob sie eine Allergie hat gegen Äpfel, die Pferde. Ich habe hier so einen Apfel mitgebracht. Kann ich den Apfel den Pferden geben? Ja, die mögen sehr gerne Äpfel, aber am besten nach eurer Reitstunde. Sonst haben die so einen vollen Magen. So, die Große, die kann schon mal hier zu dem schwarzen Pferd hingehen. Und du, meine Kleine, du kommst hier auf unseren Schimmel. Was? Wie? Was? Schimmel? Ich mag keinen Schimmelkäse. Emma, trau dich ruhig. Du hast dir das doch so sehr gewünscht mit den Pferden, hm? Sei nicht scheu. So, bitteschön, junge Dame. Dieser Reithelm könnte dir sehr gut passen. Ach, Emmalein, das sieht wirklich total süß aus. Dieser Helm passt richtig gut zu deinem Strampler. Hey, guck mal, ich sitze schon drauf. Ist das nicht ein süßes Pferd? Ja, super, Hanna. Du kannst das hier schon richtig gut. Oh, ich glaube, die wollen mich auf das Pferd da setzen. Das ist nicht mein Ding. Na komm schon, Emma, ich helfe dir. Oh, hätte ich das gewusst, dass ich mich hier auf so ein Pferd setzen muss. Ich dachte, wir streicheln die nur. Da wäre ich lieber zu Hause geblieben. Das ist übrigens ihre erste Reitstunde. Ach so, sie ist okay. Noch ein bisschen schüchtern, was das angeht, aber das legt sich bestimmt. Wie, was? Ich legen? Ich soll mich hinlegen? Oh, das wackelt und schaukelt hier wie auf dem Schiff. Ich glaube, ich muss brechen. So, meine Kleine, ich führe dich jetzt erstmal ein bisschen an den Zügeln herum. Ach, die beiden haben wirklich jede Menge Spaß. Ich glaube, es war eine gute Idee, hierher zu kommen. So, wir fangen erstmal mit Schritt an, also ganz gemütlich hier mit Schritt in der Runde. Was? Gemütlich ist hier gar nicht so. Oh, Reiten ist nicht mein Ding. Also du solltest schon ein bisschen entspannt bleiben. Also die Pferde merken das, wenn du nervös bist. Keine Sorge, dir passiert nichts. Was? Nervös? Nein, mir ist total schlecht. Also lange halte ich das nicht mehr aus auf diesem Wackelgaul. Schaukelpferd ist das. Oh Mann, die Kleine hat Humor. Einfach weitergehen im Schritt. So, sehr schön. Oh, ich glaube, Emma sieht ein bisschen grün im Gesicht aus. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee mit dem Reiten. Ich dachte, ihr würde es gefallen, wenn sie erstmal auf dem Pferd sitzt. Was ist denn mit Emma los? Also irgendwie sieht es so aus, als wenn sie gar keinen Spaß hätte. Verstehe ich nicht. Was soll das denn bitte jetzt werden? Ich springe jetzt hier runter. Ich halte das nicht mehr aus. Hilfe! Oh, das war furchtbar. Das waren die schlimmsten 10 Minuten meines Lebens. So schlecht war mir noch nie. Wobei, vielleicht auf dem Kreuzfahrtschiff, aber nicht nochmal reiten. Was ist denn los mit dir, junge Dame? Warum bist du denn vom Pferd abgesprungen? Emma, hat sie doch nicht gefallen? Du hast dir das doch so sehr gewünscht mit dem Reiten. Was? Hä? Bitte was? Ich habe mir das ganz bestimmt nicht gewünscht. Ich wollte noch nie reiten. Das ist nicht mein Ding. Wie, was? Emma hat sich das nicht gewünscht? Aber das hat der Hanna doch erzählt. Hallo Mama, guck mal, hier drüben bin ich. Guck mal, wie gut ich das mache. Ach ja, so ist das also. Das war wahrscheinlich alles nur ein Trick von Hanna, damit sie hier reiten gehen kann. Und dann hat sie einfach Emma als Grund vorgeschoben. Na gut, dann komm mal her. Du musst bestimmt nicht nochmal reiten, Emma, wenn dir das nicht gefällt. Na, das will ich auch hoffen. Freiwillig kriegt mich da keiner mehr drauf. Oh, Mama, der Film ist total langweilig. Ich schlaf gleich ein. Emma, jetzt gib doch endlich mal Ruhe. Der Film ist überhaupt nicht langweilig. Hanna und ich finden den spannend. Also, pssst. Oh, es hat geklingelt, es hat geklingelt. Endlich ist er da. Oh, hallo, meine Kleine. Ich bringe die Pizzen, die bestellt worden sind. Na, das sehe ich doch. Immer her damit. Nur oh, Pizza, ich liebe Pizza. Los, los, los. Ja, natürlich, aber wo sind denn deine Eltern? Emma, du hast gar kein Geld. Ich komm schon.
Wir Hanna sich gar nicht von der Stelle rühren. Hanna! Hanna, so spannend ist der Film doch auch nicht. Es gibt Pizza! Oh, ich finde das so nett von Marius Pizza Blitz, dass er immer die Pizza bringt. Das ist so lieb von ihm. Och, Emma, das ist doch nicht nett von dem. Also, wir haben die doch bestellt. Wir müssen die doch auch bezahlen. Also, das ist für Sie. Oh, danke schön. Ich komme gerne wieder. Also, immer schön bestellen bei Marius Pizza Blitz. Lecker. Aber Mama, die Pizzen sind noch gar nicht geschnitten. Kannst du sie doch auseinanderschneiden in Stücke? Klar doch, ich habe hier ein Messer. Emma, soll ich deine auch schneiden? Was schneiden? Meine Pizza ist schon leer. Kann ich noch eine haben? Wie bitte? Deine Pizza ist schon leer? Wie geht das denn? Wir wollten die doch eigentlich gemeinsam vom Fernseher essen. Wie passt denn so viel Essen in so einen kleinen Menschen rein? Es ist wirklich faszinierend. Oh, ich hab mich so überfuttert an der Pizza, aber es war so lecker. Ich kann jetzt bestimmt richtig toll träumen vom Pizzaland. Na, Emma, kannst du schlafen oder kannst du nicht schlafen? Ich glaube, wenn man so viel gegessen hat am Abend, dann schläft man wirklich schlecht. Oh, ich werde ganz super träumen. Mama, können wir morgen wieder so eine Pizza essen und vielleicht auch schon zum Frühstück? Nein, Emma, können wir nicht. Pizza gibt's nicht bei uns jeden Tag. Das ist viel zu ungesund. Jetzt schlaf schön. Ich bin froh, dass ich noch nicht ins Bett muss und noch ein bisschen Fernsehen kann. Und Mama, weißt du was? Ich frage mich immer noch, wie Emma das geschafft hat, in so kurzer Zeit eine ganze Pizza zu essen. Das frage ich mich auch. Oh, ich habe super geschlafen. Bestimmt, weil die Pizza mir so viel Energie gegeben hat. Oh, schön war das. Ich freue mich schon richtig doll auf die Kita. Oh, das wird super heute. Na, Emmalein, schon wach? Du bist aber früh auf. Mama, ich habe eine ganz wichtige Frage. Kannst du mir heute meine Brotdose Pizza von gestern reintun, wenn noch was da ist? Emma, die Pizza ist leer von gestern und außerdem, es gibt keine Pizza zum Frühstück. Verstehe ich gar nicht, warum denn nicht? Ob jetzt nun Cornflakes oder Pizza oder Müsli, ist doch alles das Gleiche. So, da bin ich. Können wir jetzt losgehen? Ja, wir können sofort los, Emma. Ich muss noch einmal ganz kurz noch das Altpapier wegschmeißen. Oh, Mama, ist da noch ein bisschen Pizza drin? Vielleicht noch ein paar Krümel, die kann ich doch mitnehmen. Emma, da sind bestimmt noch Krümel drin, aber du musst doch jetzt nicht noch die Krümel essen. Lass uns lieber in die Kita gehen. Die ist total pizzaverrückt. Oh, guten Morgen, Brigitte. Frag nicht nach. Hallo, Emma. Na, bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich durfte keine Pizza mit in die Kita nehmen. Oh Mann, das finde ich total doof. Oh ja, keine Pizza in der Kita. Was für ein Weltuntergang. Ich kann's mir denken. Morgen, Emma. Komm rein. Ins herrliche Bällebad. Oh, Clara. Super. Das heitert mich ein bisschen auf. Da mache ich gleich einen Kopfsprung rein. Emma, doch nicht mit dem Kopf zuerst. Hast du dich verletzt? Nein, nichts passiert, Mann. Also, das sah wirklich gefährlich aus. Mach das lieber nicht nochmal. Wisst ihr was? Also, ich finde es total langweilig mit euch hier in der Kita. Ich frage mich, wann endlich mal etwas passiert. Was soll denn passieren? Ich finde das Bällebad total cool. Weißt du was, Isabel? Du bist selber langweilig. Warum hängst du mit uns ab, wenn es langweilig ist? Such dir doch was anderes. Also Kinder, ich sehe ja, ihr seid hier unten gut beschäftigt. Ich werde mal nach oben gehen, dann werden wir später noch ein bisschen ABC üben, hm? Wie was? Wir sind doch erst ganz am Anfang von der Kita. Oh, Isabel, das ist deine Schuld, nur weil du gesagt hast, dass hier langweilig ist und jetzt müssen wir schon das ABC üben. Oh, ABC, das ist meine einfachste Übung. Ich kann das komplette Alphabet, ich kann auch schon ganz viele Zahlen schreiben und auch meinen Namen. Also, einfach. Auf ABC habe ich keine Lust, aber die ganze Zeit im Bällebad zu bleiben, das ist auch langweilig. Ich habe schon eine Idee, was wir sonst noch machen können. Überlass das mal ruhig mir. Emma, weißt du wirklich, wie man das macht mit dem Computer? Ja, wir haben auch so ein Zuhause. Ich kann zwar überhaupt nichts lesen, aber irgendwo muss man die ja doch Pizza bestellen können. Ich weiß, dass sie machen das auch immer über das Internet. Pizza, ja, mag ich ganz gerne mit Kaviar und Sardinen. Was, Sardinen? Die kann man doch nicht essen. Die hängen doch vor dem Fenster. Das kann man doch nicht auf die Pizza machen. Oh, Emma Vogel, mal wieder typisch. Sardinen, das sind Fische. Und Kaviar, das sind Fischeier. Du hast gar keine Ahnung. Hier geht's, sowas bestelle ich doch nicht. Oh, ich glaube, hier bin ich richtig. Das sieht doch nach Pizza aus. Ja, das ist richtig. Da ist auch dieses Pizzasymbol, dieser Kreis da. So, und jetzt ganz einfach hier. Das tue ich in den Korb da. Das heißt, dass man das kauft und dann abschicken. Also, ich weiß ja nicht, ob ich jemals hier eine Pizza in die Kita gebracht habe. Hallo, hier ist Mario von Marios Pizza Blitz. Ja, juhu! Pizza! Oh, die Pizza ist da! Ich glaube, jetzt habe ich alles für das Alphabet oben vorbereitet. Ich glaube, die Kinder können kommen. Ja, das ist ja toll, wie ihr euch alle freut. Aber wer bezahlt mich denn? Kann man bei Ihnen mit Visa oder Mastercard bezahlen? Also, ich meine mit Kreditkarte?
Nee, so ein Lesegerät habe ich nicht. Also wenn, Bargeld, das wäre schon ganz gut. Was ist hier denn los? Wo kommt denn die ganze Pizza her? Also kann mir das mal jemand kurz erklären? Was soll das hier alles? Oh, Brigitte, ich hatte so Hunger auf Pizza. Ich habe die dann einfach bestellt für uns alle. Bitte was? Du hast die Pizza bestellt, Emma? Kennst du denn nur auf die Telefonnummer vom Pizzabringdienst? Nee, also Telefon können sie auch machen, aber normalerweise die meisten machen das übers Internet, ja. Ja, genau. Da mit dem Laptop habe ich das gemacht. Der ist da im Bällebad. Bitte was? Also jetzt fangen die Kita-Kinder schon an, hier mit meinem Laptop Pizza zu bestellen. Das geht doch gar nicht. Also ich glaube, ich wiederhole mich, aber irgendjemand muss mich hier noch bezahlen. Ach, das wird dann wohl meine Aufgabe sein als Erzieherin. Aber das Geld fordere ich von euren Eltern zurück. Was für ein Geld? Mario macht das immer, weil er so nett ist. Und wenn man ihn fragt, dann bringt er einen Pizza. Ja, so genau, so funktioniert das. Ja, dann will ich doch mal Hannah wecken, ob sie wohl schon wach ist. Halt, stopp, wo wollen Sie hin? Ich bin Feldwebel Claudia Vogel und ich melde mich zum Morgenappell. Na gut, Sie dürfen passieren. Also, Mama, du kannst ruhig in Hannas Zimmer gehen. Also, so wie es aussieht, ist Emma schon hellwach. Ich guck mal nach Hannah. Hannahlein, stehst du auf? Oh, Mama, muss ich oder kann ich nicht einfach hierbleiben? Oh, ich bin so müde. Hallo, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Und zwar, kann ich heute mitkommen? Wie bitte? Wo willst du mit hinkommen? In die Schule? Nee, auf gar keinen Fall. Warum denn nicht? Ich kann doch... Mama kann mich doch erstmal zu dir in die Schule bringen und dann in die Kita. Hannah, das ist doch gar keine so schlechte Idee. Dann lernt deine Schwester Emma schon mal alles kennen. Oh, super, cool, ich freue mich. Ich war nur ganz kurz in der Kita, denn jetzt bin ich schon ein Schulkind. Träum weiter, Emma, du bist doch kein Schulkind. Das dauert noch ein paar Jahre. Oh Mann, hoffentlich nervt die nicht so in der Schule. Wie lange soll ich denn noch hier sitzen? Wo bleibt Hannah denn endlich? Hannah! Hannah, kommst du dann? Wir wollen doch los. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Oh Mann, die stressen mich jetzt schon. Boah, Hannah, ich warte schon seit einer Ewigkeit auf dich. Du kommst bestimmt so spät zur Schule. Oh Mama, können wir die kleine Nervensäge nicht zu Hause lassen? Bitte. Nein, wir haben ja gesagt, wir gehen alle gemeinsam in die Schule. Also los, Mädels. Hannah, in welche Klasse gehst du? Und wo ist dein Klassenraum? Wer ist alles mit dir in der Klasse? Und neben wem sitzt du? So, hier sind wir also in meinem Gymnasium. Jetzt könnt ihr einmal gucken und dann bitte wieder gehen. Hä? Aber ich hab da noch gar nichts gesehen hier. Zeig doch mal deine Schule. Oh, wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht. Guten Tag, ich bin Emma Vogel. Ich bin hochbegabt und ich komme schon in die 9. Klasse. Ich bin ein bisschen klein geraten, aber ich bin auch noch sehr jung. Oh, hochbegabt, das ist ja wirklich ein Ding. Da verbeuge ich mich ja, so eine fleißige Schülerin. Oh, Emma, du kannst doch nicht so einen Quatsch erzählen. Frau Lieb, es tut mir wirklich leid, das ist meine kleine Schwester und die erzählt viel Blödsinn. Haha, kein Problem. Sie hat einfach eine blühende Fantasie, das muss man doch mit Humor nehmen. Emma, ja wirklich, vielleicht solltest du aufhören, irgendwelche Geschichten zu erfinden. Mhm, so, ja, ja. Also, guckt euch ruhig in Ruhe um. Ich bin oben wieder im Sekretariat. Also, so sieht deine Schule total langweilig aus. Kannst du mir nicht irgendwie was zeigen, Hannah? Mann. Ich könnte euch vielleicht hier im Erdgeschoss den Biologieraum zeigen, wenn der geöffnet ist. Also, das kannst du gerne machen. Das klingt spannend. Oh, es ist immer wieder faszinierend zu mikroskopieren. Ist das spannend? Guten Morgen, Frau Pink. Entschuldigen Sie bitte, können wir Sie kurz stören? Ich bin hier mit meiner Schwester und meiner Mutter und die würden sich gerne kurz umsehen, wenn das in Ordnung ist. Ach, das ist gar kein Problem. Kommen Sie gerne rein. Und möchte vielleicht auch jemand Spinnenhaut ansehen hier in meinem Mikroskop? Was für ein Ding? Cool, Spinnenhaut. Uah. Und, siehst du schon was? Na, wie sieht das aus? Das ist ja total abgefahren. Cool. Wow, das ist Haut. Oh Mama, Emma treibt's wirklich zu weit. Das ist so peinlich hier. Hannah, sie ist einfach nur sehr interessiert. Freu dich doch darüber. Und was war das jetzt genau? Spinnenhaut? Wieso? Haben sie die Spinne einfach gehäutet? Oh, die arme Spinne. Ach nein, ich hab doch nicht die Spinne gehäutet. Das macht die ganz von alleine. So wie umziehen. Also einfach mal die Klamotten abwerfen. Möchtest du auch die richtige Spinne sehen? Oh ja, kann ich die dann auch anfassen? Was ist das für eine Spinne? Oh Mann, Emma ist total in ihrem Element. Die wickelt alle um den Finger. Oh, hier ist sie also. Oh, cool. Ich nenne dich Tarantula. Also ich würde sie ja rausholen. Frau Pink, bitte ins Sekretariat. Frau Pink, bitte ins Sekretariat. Ach, jetzt höre ich gerade, ich werde gerade ins Sekretariat gerufen. Also ich muss kurz weg. Wie? Oh Mann, schade. Wie lange dauert das jetzt noch? Oh, ich will die unbedingt mal anfassen. Vielleicht lässt du sie doch lieber in diesem Glaskasten, Emma. Oh Gott, Spinnen sind überhaupt nichts für mich. Ach ja, Mama, ich wollte dir noch was zeigen. Da hinten sind diese Schließfächer. Ich hätte auch gerne so eins. Also, Hannah und ich, wir gehen einmal ganz kurz weg. Du bleibst schön hier und nichts anfassen, Emma. Ja, nichts anfassen. Immer das Gleiche. Toll. Mann. Oh, ich war das nicht. Die Spinne macht das von alleine auf. Das bleibt unter uns. Nicht weglaufen. Boah, du
bist ja noch größer, als ich das gerade gesehen habe. Tarantula, du gigantisches Spinnenviech. Tarantula, hey, bleib hier, wo willst du denn hin? Mann, ist sie schnell. Guck mal, Mama, also dieser Schrank hier unten, das ist Beckys Schrank. Und da kann man dann die Bücher drin lassen. Vielleicht ist ja noch ein anderer Schrank frei und ich könnte auch einen haben. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann müsstest du dich mit deinen Schulbüchern nicht so abschleppen. Oh, Tarantula, jetzt klettert die dann noch hoch. Oh, oh. Emma, na, ist dir das zu langweilig mit der Spinne? Ja, ich hab's mir anders überlegt. Oh, ich darf das Mama auf gar keinen Fall sagen. Nee, die wollte nicht so und ich wollte auch nicht. Hey, Hanna. Hallo, Frau Vogel. Hallo, Emma. Wir müssen in die Klasse. Los, kommt. Sonst kommen wir zu spät. Also, das war's, Leute, mit dem Rundgang. Ich muss jetzt in den Unterricht. Tschüss, Emma. Tschüss, Mama. Bis später. Na gut, dann war's das eben mit dem Ausflug. Emma, wollen wir dann los? Oh, ja. Oh. Da freut sich aber jemand auf die Kita. So euphorisch warst du ja noch nie. Dann lass uns mal gehen. Ach, das war nur ein kurzes Gespräch mit Frau Lieb. Jetzt kann ich doch der Kleinen die Spinne zeigen. Die war ja so interessiert. Apropos Spinne. Hallo Sie, bleiben Sie mal kurz stehen. Sie haben da was in den Haaren. Ich? Das kommt häufiger vor im Sommer. Wenn man blonde Haare hat, dann kommen die ganzen Obstfliegen immer. Obstfliegen ist gut. Das ist aber wirklich eine riesige Obstfliege. Oh Mann, jetzt merkt man mal, dass sie diese Spinne in den Haaren hat. Einen Moment, ich hab's gleich. Na komm her. Ach, da bist du ja, meine Teure. Bist du wieder ausgebüxt? Um Gottes Willen, das hatte ich in den Haaren. Ja, Mama, lass uns lieber wieder gehen. Ich glaube, die Schule ist doch nichts für mich. Mich ruft die Kita. Oh, muss ich etwa schon aufstehen? Ich bin echt total müde, aber naja, dann muss ich wohl los zur Schule. Schnell ins Badezimmer. Und meine Schultasche hole ich dann hier gleich noch ab. Was ist das überhaupt für ein Gerumpel die ganze Zeit? Sind die anderen alle schon wach? Onkel Stefan, was machst du da? Was ist denn hier los? Ach, Hanna, du weißt doch, heute steht doch der Umzug an. Ich habe noch hier gerade deine Sachen aus deinem Zimmer rausgetragen. Packst du vielleicht mal mit an? Umzug? Welcher Umzug? Bitte? Warum trägst du die Sachen aus meinem Zimmer? Ach, Hanna, wenn du schon nicht mit anpackst, dann lass mich wenigstens durch und steh hier nicht so im Weg rum. Oh Mann, was ist denn hier los? Mein komplettes Zimmer ist schon leer. Wo ist denn mein Bett und wo ist denn Pia? Nur noch der Tisch ist hier und der Teppich? Ich schau mal gleich unten, ob da wohl auch schon alles weg ist. Ich wusste überhaupt nichts von einem Umzug. Das komplette Wohnzimmer ist leer. Und ich habe das alles nicht mitbekommen, alles während ich geschlafen habe? Papa, Papa, was ist denn hier los? Und du bist ja wieder da. Ach, hallo, guten Morgen, Schatz. Ja, natürlich bin ich wieder da. Ist doch wieder Montag. Und außerdem, du weißt doch von dem großen Umzug. Oh, Papa, da bist du ja, ja endlich. Ja, Hanna, Schatz, ich hab dich auch vermisst. Hey, Papa, also ich brauche nichts anderes für den Umzug. Mein Skateboard und mein Tablet. Alles sonst kann hier bleiben. Hey, Julian, du bist ja auch wieder da. Wie geht's dir? Ja, was ist das denn wieder für eine Frage? Wie soll's mir gehen? Mir geht's gut oder bin ich krank oder liege im Krankenhaus oder so? Nein, du scheinst mich ja wirklich vermisst zu haben. Ich dich natürlich auch sogar sehr. Julian, wusstest du von dem Umzug? Natürlich wusste ich vom Umzug. Was ist, oh, Hanna, was ist denn heute Morgen mit dir los? Hast du irgendwie schlecht geträumt oder so? Oh, Kinder, weg da! Kinder, oh, mach doch mal gerade Platz. Oh. Das ist nicht ganz leicht. Oh, Stefan, mein Rücken macht das nicht mehr mit, ey. Oh, Mann. Und wo ist überhaupt Mama? Hanna, ich glaube, dir geht's wirklich nicht gut. Hanna, Mama und Emma, die sind doch auf der Mutter-Kind-Kur an der Nordsee für die nächsten 2 Wochen, weil Mama so Rückenprobleme in letzter Zeit hatte. Das weißt du doch, Mensch. Das kommt mir alles echt komisch vor. Mama ist nicht da, Papa ist wieder da und Julian ist auch da und alles ist auf einmal leer hier und wir ziehen um. Hier oben ist ja auch schon alles ausgeräumt. Mama und Papas Schlafzimmer, komplett leer. Dann habe ich das wohl einfach mal vergessen, dass wir umziehen. Klasse, hoffentlich wird das ein richtig tolles Haus. Du, Hanna, Schatz, wir fahren jetzt ins neue Haus schon mal rüber, ne? Du kannst ja vielleicht hier noch so ein bisschen putzen, Staub und sowas. Schatz, du würdest das doch bestimmt machen, oder? Guck, ich habe auch alles schon vorbereitet. Hier ein Eimer und so. Alles klar, mach ich, Papa. Ich habe ja auch nicht geholfen, Sachen rauszutragen. Dann helfe ich jetzt mit dem Putzen. Ja, stimmt. Also du hast noch nicht so viel getan hier im Haus, ne? Also bitte. Oh Mann, das ist so aufregend. Die anderen fahren jetzt schon rüber ins neue Haus. Hoffentlich darf ich dann auch gleich endlich gucken. Und wie wird wohl mein Zimmer sein? Ich mach schnell alles blitzeblank hier und dann darf ich gleich auch mit rüber. Irgendwie macht das keinen Spaß zu putzen. Ich glaube, ich mach mal eine Pause. Zum letzten Mal in meinem alten Zimmer. Hier ist jetzt auch alles sauber. Wie wird wohl mein neues Zimmer aussehen? Habe ich da wohl auch so tollen Teppichboden? Hanna! Hanna, Schatz! Ja, Papa, ich bin hier oben. Ich komme. Papa, ich habe alles sauber gemacht. Kann ich jetzt auch mit ins neue Haus? Wo ist das überhaupt, das neue Haus? Und habe ich ein großes Zimmer? Und haben Emma und Julian eigentlich auch Zimmer? Natürlich, Schatz. Wir können jetzt direkt rüberfahren, wenn du möchtest. Und ich sag dir, es gibt eine kleine Überraschung. Oh, eine Überraschung? Was kann das wohl sein? Vielleicht habe ich einen eigenen Balkon an meinem Zimmer? Ah, sehr gut. Du kannst auch nicht sehen, oder? Nein, ich sehe nicht. Gut, okay, wir sind jetzt auch in deinem Zimmer angekommen.
Oh, heißt das, ich darf jetzt die Augenbinde abnehmen? Ja, genau jetzt. Oh, wow, mein Zimmer. Das erkenne ich doch alles wieder. Aber das Zimmer ist noch viel größer als mein altes. Das ist richtig schön. Na, und Pia, du bist auch schon umgezogen. Wie gefällt dir unser neues Zimmer? Und was ist das, Papa? Das ist doch euer alter Kleiderschrank. Der steht jetzt bei mir? Ja, genau. Das ist die kleine Überraschung, weil du hast ja so viele Klamotten. In letzter Zeit trägst du fast jeden Tag was anderes, habe ich das Gefühl. Also, bevor ich weg war. Na, was sagst du zu deinem Zimmer? Ich finde mein neues Zimmer richtig toll. Aber das kann doch nicht sein. Nicht schon wieder, Papa. Das ist wieder voll unfair. Warum hat sie schon wieder das große Zimmer bekommen? Ach, Julia, nicht schon wieder. Nicht heute, bitte. Also, deine Mutter ist auch nicht da. Also, ich kann das jetzt hier nicht alles hinkriegen. Bitte, bitte. Und außerdem, du weißt, was du für eine Sache bei dir im Zimmer hast. Ja. Julian, was hast du denn für eine Sache in deinem Zimmer? Oh, stimmt, hast du noch gar nicht gesehen, ne? Das ist viel cooler, ich zeig's dir. Ach, und das ist wohl unser neues Wohnzimmer? Das liegt hier zwischen unseren beiden Zimmern? Irgendwie erinnert mich das Wohnzimmer an irgendwas. Vor allem dieses Bild, was da an der Wand hängt. Das kommt mir irgendwie sehr, sehr bekannt vor, als hätte ich das schon mal gesehen. Und auch die Bilder da hinten. Sind die wohl neu? Hanna, nicht bummeln. Los, komm, ich zeig dir mein Zimmer. Ja, Julian, ich komme ja schon. Ich war kurz nur fasziniert von diesen Bildern, die hier an der Wand sind. Na, was sagst du? Mein neues Zimmer von Julian Vogel. Irgendwie sieht's genau aus wie dein altes. Und das ist was richtig Cooles. Ich habe meinen eigenen Aufzug hier. Oh Gott, eigener Aufzug? Den Aufzug kenne ich doch. Ich weiß, wo wir sind. Jetzt weiß ich auch wieder, woher ich das ABC-Bild kenne. Das ist unsere Schule. Nein, das kann doch nicht sein. Wir wohnen doch nicht in unserer Schule. Ich muss schnell unten gucken. Hä, warum willst du denn jetzt die Treppe runterlaufen? Hier, komm in den Aufzug. Oh Gott, wirklich? Das ist unser Wohnzimmer mitten hier bei den Schließfächern im Flur von der Schule? Und unsere Küche steht jetzt im Bioraum? Das kann doch alles nicht wahr sein. Papa, wo bist du? Papa! Aber, Hanna, bitte nicht reinkommen. Ich bin gerade auf dem Jungenklo. Also, wir haben ja kein Badezimmer mehr, deswegen. Papa ist auf dem Jungsklo? Wir müssen jetzt also immer auf diese Schultoiletten gehen? Oh nein, und wir wohnen jetzt hier? Das kann doch alles nicht wahr sein. Nein, ich will nicht in der Schule wohnen. Nein, nicht in der Schule, nein. Ich glaube, ich habe alles nur geträumt. Oh Mann, da bin ich gerade mal ein paar Minuten zurück und schon fängt es an. Hanna, freust du dich so sehr auf die Schule? Oh, hey Julian. Oh Mann, also alles war nur ein Traum, aber Julian scheint trotzdem wieder da zu sein. Hey, willkommen zurück. Ach Julian, das ist total langweilig. Jetzt schalte doch endlich mal um. Hanna, was erzählst du denn da? Das ist gar nicht langweilig. Das ist sowas von cool. Guck doch mal, das ist so wie Ninja Warrior. Weißt du was, Julian? Was wird denn? Schau ich mir nicht an. Ich mach das einfach aus. Finger weg, aber ganz, ganz schnell. Du machst das Ding nicht aus. Hey, weg da. Hey, ich zeig dir Lass gleich meinen neuen Wrestling-Move. Julian. Und wo ist denn hier ein Tisch? Ich brauche einen Tisch. Ach Kinder, es ist doch gerade der erste Tag, Julia, wo wir zurück sind und ihr streitet euch schon. Wo ist denn Claudia, wenn man sie braucht? Hey, das Julian, ist alles Julian, so nicht, so nicht. Hanna, bitte aufhören. Bitte vertragen. Julian ist echt der blödste Junge, den ich kenne. Ich gehe jetzt hoch und dann rufe ich Dave an und frage, ob der sich mit mir verabredet. Der guckt nicht so einen Blödsinn im Fernsehen. Ach, ich bin der blödste Junge, dann bist du der allerblödste Junge. Ich meine, das blödste Mädchen. Ist mir egal, mach doch, was du willst. Julian Vogel ist cool. Du und cool, Julian, du bist überhaupt nicht cool. Du bist total uncool. Ach so, warte, du möchtest damit sagen, dass das hier nicht cool ist? I like to move it. Das ist super cool, Baby. Hey, Dave. Ach so, du wolltest vorbeikommen? Willst mich was fragen? Okay, bis gleich dann. Dave hat schon aufgelegt. Der schien irgendwie total aufgeregt zu sein. Der will mich was fragen. Was will Dave mich denn fragen? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was Dave mich fragen will. Deswegen ist er so aufgeregt. Hey, Hanna, wie geht's dir? Ach, hey, Dave, da bist du ja. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung denn? Zeig mal her. Hier, diese Hosen, die sind so schön wie du, Hanna. Oh, danke, Dave. Du bist total romantisch und du bist der coolste Junge, den es gibt. Aber das war's noch nicht. Dreh dich mal kurz um. Augen zu, bitte. Augen zu. Augen zu und umdrehen? Was hast du vor, Dave? Na, noch nicht umdrehen. Noch nicht. Warte. Okay, jetzt. Was ist das denn, Dave? Ist der Ring etwa für mich? Der ist ja wunderschön. Ja, also, Hanna, ich wollte dich einfach nur fragen, möchtest du meine Frau werden? Oh, Dave, ob ich deine Frau werden möchte? Sind wir nicht noch ein bisschen zu jung dafür? Aber doch, ich möchte. Ja, ich will. Oh, Dave, du bist der tollste Junge, den es gibt. Oh, Mann, Hanna, also ich wusste, dass du verrückt bist, aber so verrückt, die Luft küssen? Bist du jetzt in der Beziehung mit der Luft? Julian! Ich küsse gar nicht die Luft. Das stimmt nicht. Du hast dich verguckt. Och Mann, warum musst du immer reinkommen?
Hanna, also soll ich dich vielleicht mit der Luft alleine lassen? Also ihr seid ein ziemlich gutes Pärchen, muss ich sagen. Oh, lass mich sofort in Ruhe. Das ist voll gemein von dir, Julian. Geh raus. Oh, hallo, Herr Vogel, Sie sind ja schon wieder zurück. Ja, ja, das war eine Zeit. Ich will gar nicht drüber reden. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch heute verabredet habt. Ja, ja, genau. Na dann, Hanna müsste oben sein. Oh, was hat denn Dave da dabei? Ist das vielleicht ein Geschenk? Vielleicht für mich? Warum für mich? Na egal, lass es, Martin. Oh, oh, Hanna, ich glaube, du bekommst Ärger. Dave, was machst du denn hier? Ich würde jetzt nicht zu Hanna gehen. Julian, ich werde jetzt nicht hier rausgehen. Also auch wenn wir keine Freunde sind, ich bleib hier bei Hanna jetzt. Naja, also ich glaube, die wird mit dir nicht mehr rumknutschen, sondern knutscht nur noch mit der Luft rum. Ob dir das gefällt? Wie mit der Luft knutschen? Julian, was erzählst du? Ach, da bist du kaum wieder da und naja, gut. Oh Mann, wie peinlich. Jetzt erzählt Julian auch noch, dass ich die Luft geknutscht habe. Dabei habe ich mir doch vorgestellt, wie es Dave ist und wie er mir einen Heiratsantrag macht. Hm. Hey Hanna, also du, ich wollte dich was fragen. Was fragen? Okay. Ja, es geht um meine Mathehausaufgaben. Boah, ich verstehe dieses neue Thema einfach nicht. Also, du musst mir helfen. Naja, und meine Frage ist, ob du mir vielleicht helfen kannst bei dieser Aufgabe. Du schaffst das doch bestimmt. Es geht um die Mathehausaufgaben. Da willst du mich was fragen? Oh, okay. Ja, aber nur, wenn es kein Problem ist. Also sonst kann ich auch morgen die Lehrerin fragen. Nee, nee, ist kein Problem. Zeig mal her. Ich habe das eigentlich ganz gut verstanden bei Mathe. Oh Mann, Hanna, ich glaube, ich bin wirklich ganz schön peinlich. Das habe ich mir alles nur wieder eingebildet. Dave macht mir doch noch keinen Heiratsantrag. Wir sind doch noch viel zu jung. Wie lange ist es her, dass ich jetzt hier am Tablet saß und endlich mal ein paar Minecraft-Videos schauen kann? Und ich weiß jetzt auch, wie man Minecraft schreibt. Das habe ich jetzt in der Schule gelernt ein bisschen. Und zwar ein M-I-M-E. Und ja, da steht schon Minecraft. Hey, was soll das denn? Oh nein, oh, toll, der Akku ist leer. Danke, danke, danke. Oh Mann. Oh, wo ist denn jetzt das Kabel? Oh, natürlich, natürlich, wo soll's sein? Natürlich bei Madame Hanna nervt mich jeden Tag Vogel. War ja klar, dass du das wieder klauen musst. Hey, hey, Frau Hanna, ne, nervt mich nicht Vogel. Sag mal, was soll das? Warum klaust du immer mein Kabel vom Tablet? Und außerdem finde ich, oh, Hanna ist gar nicht da. Naja, dann brauche ich ja gar nicht weiterreden. Wo ist denn das Kabel? Hey, Pia, grüß dich. Sag mal, hast du das Ladekabel gesehen für das Tablet? Nein? Okay, ich such mal weiter. Vielleicht hier? Nein, aber wenn ich schon mal unterm Bett bin, dann... Der war gut. Der stinkt vielleicht. Oh Mann, oh Mann. Naja, gut, okay, ich bin dann wieder weg. Hanna kriegt auf jeden Fall Ärger, wenn sie wieder zurück ist. Bestimmt trifft sie sich wieder mit Dave oder so. Gut, dann gehe ich eben auf den Spielplatz mit meinem Skateboard ein bisschen. Oh, voll auf die Nase. Oh, das ist lange nicht mehr passiert. Was ist denn... Oh nein... Oh, mein Skateboard ist kaputt! Wie geht das denn? Oh, toll! Oh, Ladekabel ist nicht da, Skateboard ist kaputt. Das ist ein Fall für Papa. Also ich muss schon sagen, solch einen entspannenden Tag hatte ich lange nicht mehr. Ich meine, okay, Claudia und Emma sind zwar nicht da, aber Hanna ist unterwegs und Julian, der spielt oben. Ganz, ganz für sich alleine. Also so eine Ruhe hatte ich lange nicht mehr. Hey, Papa, ich habe ein Problem oder mehrere Probleme. Wir müssen mal miteinander reden, unter vier Augen, wenn du verstehst, was ich meine. Naja gut, das war's wohl mit der Ruhe. Julian, was ist denn? Du fragst mich, was ist? Na, dann erzähl ich dir mal, was ist. Das Ladekabel für das Tablet fehlt, also wir brauchen hier zwei Tablets und mein Skateboard ist kaputt. Ich brauche ein neues Skateboard, das heißt, ich brauche ein bisschen Kohle, Papa. Lass rüberwachsen, los! Also sonst geht's dir noch gut. Natürlich gebe ich dir jetzt einfach Geld und du kannst dir so dein Skateboard kaufen und ein zweites Tablet, aber natürlich, Julian. Oh, klasse, Papa. Sag mal, kannst du mir vielleicht ein bisschen mehr Geld geben? Dann kann ich mir auch ein Eis kaufen und vielleicht auch noch ein Fahrrad oder so. Julian, das war Ironie. Also, das war ein Spaß. Nee, ist ja egal. Also, du kriegst kein Geld von mir. Man muss arbeiten für sein Geld oder sich das irgendwie erarbeiten in deinem Fall. Also, du kannst zwar noch nicht arbeiten, aber du musst vielleicht auch mal was tun, damit du mehr Taschengeld bekommst. Aber so, nee, so ganz bestimmt nicht. Okay, Papa, hab verstanden. Wie, du hast es verstanden und... Oh Gott, hätte ich es lieber nicht gesagt. Du hast gesagt, ich muss mir das erarbeiten irgendwie. Und das werde ich auch. Ich werde jetzt nach Arbeit suchen und dann werde ich mehr Geld verdienen. Julian, wie soll das denn jetzt bitte gehen? Du bist doch noch ein Kind. Ach, Julian, zum Beispiel, wenn du in meinem Alter bist, dann kannst du vielleicht arbeiten gehen. Zum Beispiel wie ich bei der Feuerwehr. Dann kannst du vielleicht sparen für ein neues Auto, so wie ich, weil ich möchte eigentlich ein neues Auto. Ne? Also da musst du aber arbeiten für. Aha, du möchtest also ein neues Auto, Papa. Da kann ich dir doch vielleicht helfen. Junger Mann, Julian, also du gehst jetzt nicht in irgendein Autohaus und willst ein Auto kaufen. Ich meine, okay, welches Autohaus würde dir eins verkaufen, aber das machst du jetzt nicht. Hä, was? Ich soll Papa ein neues Auto kaufen? Nein, 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 Papa, ist schon okay, mach dir keine Sorgen. Als würde ich Papa ein neues Auto kaufen? Niemals, wir haben doch hier schon eins, in der Garage stehen. Ha,
Da ist er. Und Papa möchte einen neuen Wagen. Ich finde den doch eigentlich ziemlich cool. Aber naja, wenn er sagt, ich muss mir was erarbeiten, dann mache ich das jetzt auch. Und ich tue ihm einen Gefallen. Aber dafür brauche ich noch ein paar Sachen. Hm, wo kriege ich die denn her? Die müssen doch hier hinten in der Garage sein eigentlich. Ah, perfekt. Super, damit bekomme ich das hin. Damit kann ich meinen Plan vollziehen. Und dann ist Papa ganz stolz auf mich. Dann gibt er mir mehr Geld. Dann kann ich noch ein Tablet kaufen und muss nicht immer meins an Hannah abgeben. Und dann kriege ich auch ein neues Skateboard. Oh, Julian, du bist manchmal so klug. Manchmal frage ich mich wirklich, ist Julian Vogel ein Genie? Ja, ist er. Ja, ich glaube, das muss das Haus sein. Ja, die Beschwerden hier von... Ja, doch, das ist die Luxusvilla. Ja, von Familie Vogel. Ja, da steht sie an der Klingel. Oh Gott, die Polizei, ich wusste es. Was hat er getan? Was hat Julian getan? Oh, bitte, er hat doch kein Auto geklaut, oder? Wie bitte? Was, ein Auto geklaut? Nein, deswegen bin ich nicht hier. Also wir haben einige Beschwerden hier von ihren Nachbarn bekommen. Anscheinend gibt es hier einen sehr, sehr starken Geruch. Und naja, der kommt wohl von hier. Boah, da habe ich noch mal Glück gehabt. Nee, das kann, glaube ich, nicht von uns kommen. Also, der Julian, der ist unterwegs, also, und ich habe hier nichts mit Farbe gemacht. Also sind sie, glaube ich, beim falschen Haus. Ja, ich glaube nicht. Was ist das denn da hinten? Was soll denn da sein? Julian? Hey, Papa, grüß dich, ich bin gerade fertig geworden. Willst du es dir anschauen? Julian, bitte nicht, was soll ich mir anschauen? Oh Gott. Mich erwartet hier das Schlimmste. Ach gut, dass sie da sind, die Polizei, bevor ich, naja, gut. Hey, Papa, beruhig dich. Du hast gesagt, ich muss arbeiten, ich muss was erarbeiten. Und das habe ich getan, ich habe gearbeitet. Entschuldigen Sie, aber lassen Sie Ihr Kind arbeiten? Sie wissen, dass das gesetzlich verboten ist. Oh, ja, jetzt kommen Sie mir nicht so, das ist mir schon klar. Ich habe hier keine Ahnung, was hier gerade vorgeht. Julian, das war nicht so gemeint mit dem... Oh Gott, das habe ich nur gesagt. Das mit dem Taschengeld habe ich anders gemeint. Papa, ich habe dich schon verstanden. Du weißt, ich bin ein kluges Kerlchen. Und deswegen habe ich mir was überlegt. Du hast ja gesagt, du willst ein neues Auto und so. Und naja, da habe ich ein bisschen was gemacht. Schau doch einfach mal in die Garage. Oh Gott, Julian, nein, bitte nicht. Oh, kein neues Auto. Wie? Du hast doch noch gar keinen Führerschein und... Oh Gott, ich habe schon ganz weiche Knie. Los, Papa, mach schon! Ja, Julian, ja. Oh Gott, Claudia wird mich umbringen. Also, Junge, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Also, du siehst mir, glaube ich, ein bisschen ähnlich, oder? Never, niemals, nie, gar nicht. Oh nein! Julian, was hast du getan? Wie, was habe ich getan? Ich habe gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Auto. Wo ist das Geld? Oh, also das ist natürlich eine knallige Farbe, also nicht mein Geschmack. Wie, Papa, knallgrün ist doch super. Ist wie ein neues Auto. Guck mal, die Felgen sind auch schön in grün. Hm, gefällt mir richtig gut. Oh, Julian, also ich... So meinte ich das doch gar nicht. Naja gut, also der Fall wäre ja geklärt. Also das ist hier eindeutig ein Elternfall, kein Polizeifall. Papa, warum weinst du denn? Julian, warum soll ich denn nicht weinen? Du hast den Wagen einfach umlackiert. Wie hast du das überhaupt gemacht? Ja, ich hatte da ein bisschen was geguckt im Internet und so. Und naja, du weißt, ich bin ein kluges Kerlchen. Hey, Papa, alles in Ordnung? Gar nichts ist in Ordnung, Julian. Oh, wie konntest du nur? Oh, Mama wird diese Farbe gar nicht gefallen und mir gefällt sie auch nicht. Oh, ich sag dir, damit fallen wir in Playmobil City auf jeden Fall auf. Hey, ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Ich finde die Farbe ziemlich cool. Und außerdem, wo ist die Kohle? Macht 2000 Euro. Doch, Steve, ich schwör's dir wirklich. Die sahen so aus wie Roblox-Figuren in diesem Musikvideo. Beide wirklich so richtig groß. Julian, das kann ja sein, aber das ist bestimmt nicht echt. Das ist nur bei Roblox so. Ja, und ist doch egal. Doch, vielleicht ist es doch echt. Glaube ich nicht. Oh, hallo Julian und hallo Steve. Ich wusste gar nicht, dass wir heute Gäste bekommen. Dann hätte ich ein bisschen mehr gemacht. Ja, ist das in Ordnung, Papa, weil wir wollten mit Steve Mathehausaufgaben zusammen machen. Also wir können das zwar noch nicht so ganz gut, wir wollten uns vielleicht gegenseitig ein bisschen helfen. Also eigentlich wollte ich ihm helfen, aber ich wollte es nicht laut sagen. Hey, das wollte ich doch nicht sagen. Ja, ist ja gut. Du, überhaupt kein Problem, Julian. Steve, du kannst gerne hierbleiben, aber vielleicht sagst du noch deinen Eltern Bescheid. Und ich brauche dann vielleicht ein bisschen länger mit dem Essen. Heute gibt's wieder meine Spiegeleier. Na, freust du dich, Julian? Oh, das wäre klasse. Ich liebe Spiegeleier. Mein Papa kann das so gut. Hey, Steve, nein, bloß nicht. Wenn du am Leben bleiben möchtest, dann isst du diese Spiegeleier nicht. Hä, hey, Julian, das sind doch nur Spiegeleier. Ja, aber das sind die von meinem Papa, also bitte, tu es lieber nicht. Wir gehen jetzt lieber, sicher ist sicher. Papa, wir gehen jetzt nach oben, wir müssen ganz dringend Hausaufgaben machen. Ah, und ich sehe ja, du hast hier schon was vorbereitet. Wir essen das am besten und keine Spiegeleier von dir, du weißt wieso. Dabei habe ich mir eigentlich echt viel Mühe gegeben heute. Ich finde, meine Spiegeleier sind ein bisschen besser geworden. Hey, wollt ihr keinen Ketchup oder Mayo mitnehmen? Nee, danke, Papa, reicht. So, Steve, wir gehen nach oben. Ja, warte, ich komme sofort. Ich rufe nur kurz zu Hause an. Mama, ich bin Steve. Wie, welcher Steve? Dein Sohn, Steve. Ja, ich bin ein bisschen bei Julian. Wir machen Hausaufgaben hier, okay? Und spielen vielleicht dann noch. Tschüss.
Hey Steve, also ich hatte auch eine andere Sache letztens gesehen bei YouTube. Und zwar, kennst du diese 24-Stunden-Challenges? Meinst du, die sind echt bestimmt, oder? Oh Julian, also manchmal denke ich, ich bin blöd. Und dann höre ich was du sagst, dann denke ich, okay, so blöd bin ich dann doch nicht. 24 Stunden, das geht doch gar nicht. Du musst doch auch schlafen. Naja, vielleicht geht das doch. Naja, komm, lass uns Hausaufgaben machen. Was? 24 Stunden im Pool, das geht niemals. Also, okay, bei mir sowieso nicht, weil wir keinen Pool haben, aber nein, das geht niemals. Hä, wieso denn nicht, Steve? Vielleicht geht das? Du glaubst auch gar nichts, das auch mit den Roblox. Ich zeig dir den Videoclip gleich, das gibt's wirklich. Also, ich glaube nicht, dass das echt ist. Das ist ja viel zu anstrengend. Und außerdem, ich muss doch zwischendurch schlafen und was anderes machen. Ich muss doch aufs Klo. Also geht das doch gar nicht. Oh, ist das unsere Mathehausaufgabe? Was denn? 3 plus 3. 3, 3? Ich weiß nicht, Julian. Also Julian, ich bin ganz ehrlich, Mathe liegt mir noch nicht so. Ah, keine Sorge. Ich kann dir sonst sagen, ich glaube 3 plus 3 sind, 6. Ja, 6. Hey ihr beiden, ihr habt doch bestimmt schon wieder Hunger bekommen, oder? Wie wär's denn mit meinen Spiegeleiern, hä? Papa, hey, wir wollen morgen noch leben, also du brauchst uns hier nicht vergiften mit deinen Spiegeleiern. Nein, danke, wir müssen jetzt Hausaufgaben machen, dann mache ich mal einmal welche und jetzt störst du die ganze Zeit. Oh Mann, ist ja gut, vergiften? Also bitte, nein, natürlich nicht. Steve, das Angebot steht. Julia, also ich muss dir nochmal eins sagen, diese 24-Stunden-Challenge, ich glaube niemals, dass das echt ist, das schafft doch niemand. Also, ich glaube schon, dass das... Doch, das geht bestimmt. Und ich werde es dir zeigen, ich werde es dir beweisen. Ich mache jetzt meine Hausaufgaben und dann werde ich 24 Stunden im Pool bleiben. Ja, gut, alles klar. Ich gehe Spiegeleier essen. Viel Spaß. Boah, Steve, der glaubt auch gar nichts. Der sagt alles, nee, das geht nicht und das gibt's auch nicht. Ich werde ihm das gleich zeigen, aber... 4 plus 4? Oh Mann, das ist ja schon viel schwieriger. Ich glaube, das reicht. Also, Herr Vogel, ich muss sagen, die Spiegeleier schmecken wirklich super exquisit. Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Oh Mann, was für ein Rezept haben wir eigentlich? Steve, findest du? Also, ich glaube, du bist der Erste in diesem Haus, der sowas zu meinen Spiegeleiern sagt. Und das Rezept, also Spiegelei, also Ei und ein bisschen Pfeffer und Salz. Und das war's eigentlich schon. Hey, Steve, weißt du was? Ich werde jetzt 24 Stunden im Pool bleiben. Und das ohne Probleme. Julian, das schafft man doch nicht. Außerdem, du musst morgen zur Schule. Wie willst du das denn machen? Das lässt mal meine Sorge sein. Ich kann ja auch von hier Unterricht machen mit dem Telefon oder so. Ich werde das schon schaffen und dir beweisen. Die Lehrerin wird es bestimmt verstehen. Frau Schillig versteht das schon bei so einer Challenge. Und ich habe auch schon alles vorbereitet. Ich habe ein bisschen Essen, mein Bett und eine Decke, damit ich hier auch nachts bleiben kann. Julian, also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das weiß ich sogar. Also ich weiß, okay, wir haben noch gutes Wetter und so, aber ich würde es nicht machen. Ja, weil du dich wahrscheinlich auch nicht traust. Und deswegen sagst du, das geht bestimmt nicht. Nein, also ich denke vielmehr daran, dass du krank wirst wahrscheinlich so lange im Wasser. Also ich sag dir, du wirst krank, Julian. Niemals. Und ich werde es dir auch beweisen. Hier, siehst du, die Kamera läuft schon. Und die hat bestimmt auch genügend Akku für 24 Stunden. Und ein bisschen Proviant habe ich auch. Bananen natürlich und eine Pizza. Eine halbe Pizza. Okay, ich habe sie eben schon ein bisschen gegessen. Weil die Spiegeleier, die kann doch niemand essen. Und auch mein Poolbett. Damit werde ich hier im Pool schlafen, auf dieser Matratze. Oh, Julian, also... Ist das jetzt normal, dass ich Bauchschmerzen habe nach dem Essen? Ha, ich hab's dir gesagt, du solltest die Spiegeleier von Papa nicht essen. Naja, ich habe jetzt zu tun. Julian Vogels 24-Stunden-Challenge im Pool. Hey Leute, könnt ihr mich gerade sehen? Also ja, ich bin jetzt heute 24 Stunden, den ganzen Tag bleibe ich hier im Pool. Morgen auch noch. Sorry Julian, ich glaube, ich muss nach Hause. Ja, mach du nur. Ich nehme ja alles hier auf Video, auf der Kamera auf. Und dann kannst du alles sehen und dann wirst du sagen, oh, das war ja doch echt. Und das mit den Roblox-Figuren, mit diesem Videoclip zeige ich dir auch noch. Ja, mach nur. Also, ich kann gerade nur an die Toilette denken. Oh Mann, was war in diesen Spiegeleiern drin? Oh, das wird richtig cool. Den ganzen Tag kann ich hier im Pool bleiben und es ist auch noch schön warm. Bald wird es ja wieder kalt. So, und jetzt heißt es Julian Vogels 24-Stunden-Challenge. Check! Ich vertreibe mir ein bisschen die Zeit. Ein bisschen tauchen, schwimmen und ein bisschen das Wasser hier genießen. Oh, ist das klasse. Und dann wieder ein bisschen tauchen. Und dann zwischendurch mit dem Tablet spielen. Oh Mann, das wird sowas von einfach, hier 24 Stunden zu bleiben. Aber wie lange ist das denn jetzt nochmal? Julian, kommst du dann bitte gleich aus dem Pool raus? Also ein bisschen kannst du noch bleiben, aber gleich bitte wieder raus, ne? Hä, was? Wie gleich? Nein. Ich bleib 24 Stunden hier. Und außerdem, Steve ist nach Hause gegangen wegen deinen Spiegeleiern. Wie bitte? Was? Wegen meinen Spiegeleiern? Nee, der hat bestimmt vorher was Falsches gegessen. Und, oh Gott, aber mir ist auch ein bisschen schlecht. Oh nein, von wann waren die Eier? Tja, Papa, ich hab's dir gesagt, die Spiegeleier, die sind echt gefährlich. So, und jetzt chill ich hier ein bisschen im Pool. Boah, wie lange bin ich denn jetzt schon hier? Oh, ich hab keine Lust mehr. Oh Mann, ich krieg das niemals hin. Aber ich muss es Steve beweisen.
Sag mal, Julian, ist das dein Ernst? Du bist ja immer noch im Pool. Es ist schon dunkel draußen, also langsam solltest du bitte rauskommen. Irgendwann ist auch gut, ne? Nee, Papa, ist nicht gut. Ich muss das hier machen. Das ist eine Challenge. Ich zeig dir gleich Challenge hier. Den ganzen Tag im Pool hier entspannen und nichts machen. Nee. Also du hättest auch auf dem Spielplatz oder so gehen können. Und ich meine, Julian, komm bitte raus, bevor du noch krank wirst oder so. Und dann gibt's wieder Ärger von deiner Mutter. Nein, ich bleib hier drinnen. Julian, ich guck gleich in deinem Zimmer nach. Und wenn du in 10 Minuten nicht im Bett bist, dann kriegst du richtig Ärger, sag ich dir. Ach so, ich soll in 10 Minuten im Bett sein? Hm, krieg ich hin. In diesem Bett hier, oh, ist das gemütlich. Und jetzt lege ich mich hin und... Wobei, mir ist ein bisschen kalt und... Hast du? Oh, meine Nase und irgendwie ist mir ganz, ganz kalt auf einmal. Kann mir jemand ein Taschentuch bringen? Oh, mir geht's gar nicht gut. Warum ist mir so kalt? Ich verstehe das nicht. Also, okay, ich habe mich nicht abgetrocknet und... Hast du? Julian, soll ich dir noch eine gute Nachtgeschichte erzählen? Julian? Also, das kann doch nicht wahr sein. Der ist ja immer noch im Pool. Julia Vogel, also langsam euch hier aber die Faxen dicke. Langsam reicht's, aber nur weil du, deine Mutter nicht da ist, heißt das nicht, du kannst hier machen, was du möchtest. Hallo, junger Mann, hörst du mich nicht? Du kommst jetzt sofort aus dem Pool. Ja, Papa, aber ich bin voll schlapp und... meine Nase läuft und irgendwie habe ich auch... Mein Ohr tut irgendwie ganz weh auf einmal. Ach, Julian, ist das jetzt dein Ernst? Das spielst du auch nicht, ne? Oh Gott. Julian, du warst die ganze Zeit doch bestimmt am Tauchen und... Oh, nein! Ja, Papa, aber... Das muss ich doch machen bei dieser Challenge. Au, 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 mein Ohr, ich höre dich auch nicht mehr so gut. Naja, zumindest habe ich ein paar Stunden geschafft und das alles auf Kamera. Leute, ich muss jetzt leider aufhören. Ich habe die 24 Stunden nicht geschafft, das geht ja wirklich nicht. Julian, also, ach so, die Kamera, die ist schon seit heute Nachmittag aus. Also der Akku, weißt du, ist meistens nur für 2-3 Stunden gut und danach war's das. Oh Mann, Papa, ist das jetzt gerade dein Ernst? Also war das hier heute alles umsonst? Ich kann es nicht beweisen. Oh, super, super, typisch Julian, sag ich jetzt schon. Julian, ich sag mir jetzt bitte nicht, du hast das nur wegen diesem Video. Ist ja egal, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Komm, ich habe das Gefühl, mit deinen Ohren stimmt irgendwas nicht. Das könnte auch irgendeine Entzündung sein. Julian, also wenn ich hier jetzt gerade mal darüber nachdenke, ich krieg langsam echt zu viel. Du hast das alles nur wegen einem Video gemacht, bist du jetzt total verrückt geworden? Ja, aber Papa, ich kann doch nicht immer Minecraft machen. Ich muss auch zwischendurch ein anderes Video machen für meine Zuschauer. Die wollen auch was anderes sehen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ja, das hat sowas von nicht geklappt, junger Mann. Kriege ich noch zu viel hier für eine 24-Stunden-Challenge im Pool, einfach für ein Video, also geht's doch? Hallöchen, Herr Vogel, ich habe soweit die Ergebnisse von meiner Kollegin und... Nein, das kann nicht sein. Du bist Julian Vogel, oder? Ja, ich bin Julian Vogel. Wieso? Hab ich irgendwas gemacht, Papa? Ach, mein Sohn wird mir das nicht glauben. Also, mein Sohn, der schaut sich immer deine Videos an, diese Minecraft-Videos und... langsam werde ich auch schon Minecraft-verrückt. Oh, wow! Papa, hörst du? Da guckt sich einer meine Videos an. Oh, das ist ja klasse. Und sonst so? Was guckt er sich denn sonst noch so an? Herr Doktor, also was ist denn jetzt mit meinem Sohn? Und ja, gleich, Herr Vogel. Also mein Sohn, Funland 3, das war seine Lieblingsmap. Oh ja, also ich liebe diesen Freizeitpark auch. Ich habe schon einige Freizeitparks bei Minecraft gesehen, aber ich muss schon sagen, also der ist schon ganz in den Top 3 bei mir. Also ich bekomme hier langsam zu viel mit diesen ganzen YouTube-Videos. Also was ist mit meinem Sohn? Julian, warte mal kurz. Herr Vogel, der Julian, der hat eine Mittelohrentzündung und naja, dauert 2-3 Tage, dann geht es ihm schon besser. Und Julian, könnten wir vielleicht ein Foto machen, ein Selfie? Ich würde das gerne meinem Sohn zeigen, der wird mir das nie glauben. Oh ja, kein Problem. Siehst du, Papa, da guckt sich jemand meine Videos an. Hättest du nicht gedacht, was? Ich krieg hier noch zu viel. Julian, ich warte im Auto. Mach du dein Foto, du Star. Ja, ich komm gleich. Hast du auch Autogrammkarten? Aber trotzdem, mein Ohr, aua, kann man da nicht, kein Foto, ich will dagegen was tun jetzt. Ich habe so Bauchschmerzen, oh, warum habe ich denn die Spiegeleier noch gegessen vom Papa gestern? Oh, das soll mir Leere sein, nie wieder. Wie, es klingelt schon, wie lange bin ich denn hier auf Klo? Oh nein, jetzt komme ich noch zu spät. Oh, ich hoffe, ich bin nicht der Letzte, nicht der allerletzte. Los, beeil dich, Julia, beeil dich. Boah, das war ja sowas von klar. Es ist keiner mehr auf dem Pausenhof. Oh, super, alle sind schon in der Klasse. Ich krieg sowas von Ärger. Ich muss mir was überlegen. Oh, wie vorbildlich. Alle sitzen schon. War ja klar. Oh, puh, Frau Chillig ist noch nicht da. Oh, super, ich hätte sowas von Ärger bekommen. Hey, guckt mal, was der da hinten aus der Hose hängen hat. Also Julian, guten Morgen. Da hast du ja richtig Glück gehabt, dass Frau Chillig noch nicht da ist. Sonst hättest du sowas von Ärger bekommen und ich hätte sowas von gelacht. Ja, ich bin ein bisschen zu spät gekommen, weil, also ich musste einer alten Dame über die Straße helfen und dann wollte die Polizei meine Hilfe wegen irgendeinem Verbrechen und ja, deswegen bin ich ein bisschen zu spät. Naja, ich hatte halt viel zu tun heute Morgen. Oh, Julian, erzähl doch keinen Blödsinn. Ich weiß genau, was du vorhattest. Das hängt dir hinten noch aus der Hose. Ist das peinlich?
Ach so, Julian, einer alten Dame geholfen. Auf Klo oder was? Die hängt da Toilettenpapier aus der Hose. Oh Mann, oh Mann. Hä, was? Wie? Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh Mann, nee, also das ist so ein Superheldenumhang. Und der kommt in die Hose und das ist nicht von der Toilette. Oh, ist das peinlich, schnell raus damit. Also ich habe auch keine Ahnung, wo dieses Ding herkommt. Das muss wahrscheinlich... Irgendjemand hat sich einen Spaß mit mir erlaubt. Hey, warst du das, Steve? Ha, Julian. Julian, oh mein Gott, Toiletten-Superhelden, ne? Also so witzig finde ich das jetzt nicht. Bitte konzentriert euch auf den Unterricht. Also bitte. Oh Mann. Also da musst du nichts mehr aufpassen auf Toilette. Sag mal, war das auch von den Spiegeleiern? Also ich saß gestern auch noch 2 Stunden auf Klo. Kinder, Ruhe, bitte setzt euch. Oh, perfekt, ein Taschentuch, super. Oh, meine Nase läuft. Oh, meine Nase. Oh, Kinder, ich sag euch, ich bin sowas von erkältet. Oh, ja, hätschelig. Also, ja, das war ein Taschentuch. Mm. Oh Mann, ich glaub, mir wird gleich schlecht. Oh, oh. Also, Kinder, es ist so, also, die Frau Chillig, die ist heute nicht da, weil sie ist krank geworden. Das erste Mal, seitdem wir verheiratet sind, hat sie eine Erkältung und ich kann mich nicht um sie kümmern. Wisst ihr, was für ein Gefühl das eigentlich ist? Naja, also, ich übernehme heute eure Vertretung. Herr Chillig, sie ist doch nicht gestorben oder so. Warum ist sie denn so traurig? Nein, sie ist nicht gestorben, aber trotzdem, mein kleiner Schatz. Naja, das ist ein anderes Thema. Sag mal, was hattet ihr denn eigentlich für ein Thema? Herr Chillig, irgendwas mit Zahlen, glaube ich. Genau, irgendwas mit Zahlen. Ich glaube, ja, bis 10, genau, oder bis 20, ich weiß es nicht mehr. Kinder, gut, okay, ihr wisst es auch nicht. Naja, also bevor wir jetzt irgendwas anfangen und Frau Chillig dann mit mir, also die Anna dann mit mir schimpft, machen wir etwas anderes. Heute gibt es eine Klassensprecherwahl. Oh nein, wer möchte das denn? Also Herr Chillig, ich möchte nicht für die Klasse sprechen. Da muss ich mich ja jedes Mal melden, jede Frage beantworten. Aber wie geht das? Ich kenne doch nicht alle Antworten. Ich möchte auch nicht Klassensprecherin werden. Da muss man sich immer melden und für alle sprechen. Also muss man wirklich jede Antwort dann wissen? Oh, also dann will ich ja niemals Klassensprecher werden. Kinder, ganz ruhig. Nein, so ist es natürlich nicht. Also ihr müsst euch nicht jetzt immer melden, sondern ihr kümmert euch dann hier und da um ein paar Aufgaben, wie zum Beispiel das Klassenbuch holen oder wenn der Lehrer oder die Lehrerin nicht kommt, dass ihr dann kurz ins Sekretariat geht und dann mal nachfragt. So welche Sachen halt. Ich glaube, der Steve würde das gut machen, wie alle Sachen. Oh, Steve, wäre das nichts? Ey, du, Steve, also ich glaube, Ines, die steht auf dich. Erzähl mir was ich nicht weiß. Die ganze Schule steht auf mich, glaube ich. Ich möchte, dass Julian Klassensprecher wird. Ich glaube, das wäre richtig klasse. Und Julian, wie sieht's aus? Möchtest du denn gerne hier zur Wahl stehen? Wenn's sein muss, okay. Hä, ich sag trotzdem Steve, wenn er nichts dagegen hat. Ja, Steve, okay, wenn sein muss, okay. Oh, und ich möchte, dass Sarah Klassensprecherin wird. Mhm. Naja gut, dann haben wir hier jetzt 3 Kandidaten. Einmal Sarah, Julian und Steve. So, Kinder, wir machen das jetzt wie folgt. Ihr nehmt euch jetzt alle einen kleinen Zettel und schreibt einen Namen auf. Oh, das ist jetzt schwierig, weil Sarah ist meine beste Freundin und Mia und Steve auch. Oh, das ist richtig schwierig. Und wenn ich jetzt einen von denen aufschreibe, ist das eigentlich gegenüber dem anderen nicht so fair. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Aber natürlich, ich schreibe einfach meinen Namen auf, ist doch klar. Kinder, seid ihr dann soweit? Dann bitte einmal den Zettel an mich. Ich bin richtig gespannt, was das hier wird. Ob man dann irgendwas umsonst bekommt als Klassensprecher? Schön wär's. Also, ich glaube, du kriegst dann jeden Morgen Vanillemilch umsonst. Oh, das wäre richtig cool. Du, sag mal, Steve, komm schon, erzähl mir, welchen Namen hast du aufgeschrieben? Ey, das kann ich dir leider nicht sagen. Also, ich habe auf jeden Fall einfach einen Namen aufgeschrieben. Hat ja Herr Chillig gesagt. Ach, Kinder, muss das denn sein, Paul? Wer hat denn Paul jetzt aufgeschrieben? Ihr solltet einen Namen von der Tafel nehmen und nicht einfach... Oh Gott. Ahahaha, sehr witzig, Kinder. Also, wenn ich noch so einen Zettel finde, dann gibt's aber Ärger. Oh, also, wir sollten von vorne einen Namen nehmen. Das wusste ich nicht. Naja gut, hier haben wir zumindest den ersten richtigen Zettel. Julian, die erste Stimme geht an Julian. Naja, mal gucken, ob du am Ende auch noch vorne liegst, junger Mann. Wie, habe ich jetzt nicht gewonnen? Ich dachte, weil ich jetzt erst... Ach so, ich habe verstanden. Steve, ich drück dir die Daumen, Steve. So, und die zweite Stimme geht auch an Julian. Oh, Steve wollte ich doch. Damit hätten wir folgenden Zwischenstand. Julian 2 Stimmen, Steve 0 und Sarah auch leider 0. Oh, ich glaube, das kann ja was werden, aber... Dabei, oh, nicht, dass sie danach sauer auf mich sind. So, Kinder, das war jetzt die letzte Stimme und damit haben wir folgendes Ergebnis. Sarah 2 Stimmen, Julian 4 Stimmen und Steve 2 Stimmen. Ihr wisst, was das heißt. Yeah, ich bin Klassensprecher! Dankeschön! Ich sag euch, Leute, hier wird sich einiges ändern bei uns in der Klasse. Ich verspreche euch, freitags müssen wir nie wieder zur Schule. Und Montag auch nicht. Und Dienstag vielleicht auch nicht, sodass wir nur noch mittwochs und donnerstag zur Schule müssen. Ich sag euch, als Klassensprecher werde ich das durchsetzen.
Julia, was sind das denn? Also das macht kein Klassensprecher, das kannst du nicht. Und außerdem runter vom Tisch. Ja, super, Julian als Präsident, als Klassensprecher und Vanillemilch für alle und das jeden Tag umsonst. Aber natürlich, Steve, danke für den Tipp. Das ist mein Assistent Steve ab sofort. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach zu ihm. Und ja, Vanillemilch wird es umsonst geben und auch Schokomilch. Und ich sag euch, Lehrer wird es auf dieser Schule nicht mehr geben. Oh yeah, das hört sich klasse an. Julian. Junge Mann, du kommst da jetzt sofort runter. Und was sind das überhaupt für Wahlversprechen? Das geht als Klassensprecher nicht. Ha, das werden sie noch sehen, natürlich. Julian, du kommst da jetzt sofort runter. Ist ja gut, aber die Stimme der Klasse werden sie nicht unterdrücken können, damit das klar ist. Und was muss ich jetzt machen? Julia, ich wollte nur was sagen. Da du ja jetzt der Klassensprecher bist, musst du auch mit der Klassenlehrerin einmal ein Date haben. Das ist so, das steht im Buch. Oh, was? Hätschelich, kann ich vielleicht wieder zurücktreten? Jetzt nicht mehr, nach dem Wahlversprechen? Oh Mann. Na gut, ich weiß, ich bin nicht der beste Koch. Habe ich ja letztens bei meinem Spiegeleiern jetzt ein bisschen eingesehen. Aber grillen, das kann ich. So, jetzt noch schnell die anderen Sachen aus der Küche holen und dann hole ich mal die Kinder. Oh, das duftet vielleicht gut und endlich mal keine Spiegeleier. Oh, klasse, wir grillen. Passend zum Wetter. Hier noch ein paar Brötchen, falls jemand Hotdogs machen möchte. Also, das gibt es doch nicht. Hier waren doch eben noch 3 Würstchen auf dem Grill. Julian, machst du das etwa? Papa, diesmal wirklich nicht. Ich weiß, manchmal mache ich sowas ganz, ganz gerne, aber so ein Würstchen, das war doch bestimmt auch noch nicht durch. Aha, interessant, interessant. Anscheinend gibt es hier bei Familie Vogel einen Dieb. Mhm. Oh, klasse. Ich mache mir einen Hotdog. Ich habe richtig Hunger. Lecker. Naja, normalerweise hätten wir ja noch eine Wurst. Aber gut, jetzt sind es nur 2 Würstchen, kann man nicht ändern. Hey du, Hanna, also bist du auch so satt wie ich? Ja, war richtig lecker. Also ich hab da so eine Vermutung. Also eben ist ja das eine Würstchen so verschwunden und keiner wusste, wo das hin ist. Ich glaube, hier ist irgendein Tier unterwegs und das klaut wahrscheinlich. Meinst du echt, das ist zum Grill gegangen und hat sich das Würstchen darunter geklaut? Ja, ganz bestimmt, sowas passiert doch so häufig. Also habe ich letztens noch gehört, also zwar nicht ein Tier, sondern ein Mensch, aber kann doch passieren. Deswegen sollten wir wieder ein bisschen Detektivarbeit betreiben hier. Also wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Ja gut, wenn es wirklich ein Tier war, dann würde mich das auch interessieren. Was hast du denn vor, Julian? Also erstmal müssen wir hier den Tisch hier umwerfen und dann verstecken wir uns und gucken mal und vielleicht kommt da ja ein Tier raus und versucht wieder was zu klauen. Meinst du wirklich, wenn wir hier sitzen, kommt das doch mal? Außerdem ist doch gar nichts mehr zu essen da. Oh, hey, Hanna, pst, nicht so laut und nicht so viel reden, ha? Bisschen ruhig sein, vielleicht kommt dann das Tierchen. Hab ich da was gehört? Da war doch irgendwas. Ach, Quatsch, ich höre überhaupt nichts. Hanna, bleib du am besten hier, weil du redest auch ein bisschen viel. Und davon abgesehen, naja, ich möchte, dass du in Sicherheit bleibst. Ich guck mal. Okay, in Sicherheit? Ich werde mich wie so eine Katze ranschleichen, wie Samira und Simba das immer machen. So, ganz, 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 ganz leise, Julian. Hey, pst, Hanna, du kannst ja vielleicht in mein Zimmer und mein Tablet holen und dann können wir Fotos machen, so Beweisfotos, das machen Detektive. Okay. Oh Mann, ich finde, Julian übertreibt mal wieder total, aber ich werde mal das Tablet holen. Vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist wirklich irgendein Tier bei uns im Garten unterwegs. Hanna, was wird das denn da? Julian hat mir erzählt, dass bei uns im Garten ein Tier unterwegs ist, was auch das Würstchen geklaut hat vorhin. Und wir wollen der ganzen Sache auf die Spur gehen und wollen Beweisfotos machen. Oh, also ihr seid auf der Suche nach einem Tier. Gut zu wissen. Besser ist es. Hier ist das Tablet, Julian. Dann brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe eine neue Idee. Okay, eine neue Idee? Was denn jetzt? Also du willst keine Fotos mehr machen? Nein. Ich habe was viel, viel Besseres. Wir könnten ja so eine Falle bauen. Also natürlich keine gefährliche, ne? Sondern eine ganz ungefährliche, damit wir das Tier fangen können. Ach, Julian, langsam übertreibst du total. Ist doch egal. Wir sind alle so trotzdem satt geworden. Dann soll sich das Tier doch ein Würstchen klauen. Ich gehe jetzt rein. Tja, Hanna ist halt kein Meisterdetektiv. Dann mache ich das alleine. Na und, wie sieht's aus? Habt ihr das Tier gefunden bestimmt, oder? Der Ach, Fall ist bestimmt geklärt. Ich habe keine Lust mehr. Okay. Ich werde jetzt einfach mit dir fernsehen, Papa, okay? Oh, noch ein bisschen tiefer graben. Dann kommt das Tier auch nicht mehr raus. So, jetzt noch ein paar dünne Äste da drüber legen und dann passt es. Und wenn wir das Tier dann haben, dann können wir es ja im Zoo oder so abgeben oder in den Wald oder sowas tun. Und damit hier keiner jetzt das Loch sieht, noch ein bisschen Blätter und Gras. Oh, Julian, du bist ein richtiger Survival-Künstler. Also du könntest überall überleben. Oh Mann. So, jetzt noch hier ein bisschen die Erde verteilen, damit das nicht auffällt. Oh, das habe ich ja klasse gemacht. Sehr gut. So, und jetzt gucke ich mal im Kühlschrank, ob es noch was zu essen gibt. Leider keine Würstchen mehr. Wir müssen das Tier ja irgendwie anlocken. Da hat der Hanna recht. Julian, sag mal, bist du nicht satt geworden? Und außerdem ist doch jetzt Schlafenszeit. Das gilt auch für dich, junge Dame. Wir machen jetzt den Fernseher aus und Och, dann nö, Papa. Ich will das noch gucken. Papa, das ist echt unfair. Da muss Julian aber auch ins Bett. Ja, das wird er auch gleich, Schatz. Och, Mann, ich will noch nicht ins Bett. Oh, yes, das wird meine Donutfalle. Also, ich meine, jeder liebt Donuts, auch Tiere, ist doch klar.
Ah, perfekt. Und jetzt nur noch abwarten und morgen früh ist bestimmt ein Tier hier drin. So, Julian, jetzt ist aber gut. Ja, ja, ist ja okay, Papa. Und jetzt muss ich erstmal checken, was Julian da gemacht hat. Da war ja die ganze Zeit hier draußen. Ach, Julian, was ist das denn schon wieder für ein Chaos hier bei uns im Garten? Und was hat der Donut denn hier zu suchen? Also, der kann ja nicht einfach hier bleiben. Ich meine, ich habe ja auch noch ein bisschen Hunger und deswegen sollte ich den am besten hier essen. Ah, was ist das denn jetzt? Oh, bin ich hier in ein Loch gefallen? Oh, das gibt es doch jetzt nicht. Oh, ich stecke hier bis zum Bauch in diesem Loch drinne. Hallo, Hilfe! Oh Mann, jetzt muss ich echt ins Bett. Dabei bin ich Hilfe! Noch gar nicht müde. Hä, habe ich da was gehört? Ich werde direkt mal gucken gehen. Vielleicht ist doch irgendwie jemand in Julians Falle gefallen? Oh Gott, Julian, komm mal schnell! Es ist jemand in deine Falle gegangen! Was, so schnell schon? Oh, klasse Falle! Oh Mann, es ist Papa! Hilfe! Julian, Hanna, könntet ihr mich vielleicht mal hier befreien, wenn es euch nichts ausmacht? Ja, ist ja gut, ja, ist Papa, ja gut. Ja, Papa, wir ziehen nicht raus, aber was machst du denn überhaupt da? Ja, was ich hier mache, das frage ich mich gerade auch. Was soll denn dieses Loch hier bei uns im Garten? Ja, super, wie kriege ich das denn jetzt aus meinen Klamotten? Und Mama ist auch nicht da, super. Hey, Papa, das habe ich doch nur für dich gemacht, weil jemand hat ja was von einem Grill geklaut und da wollte ich ja das Tier fangen. Julian, ich kläre diese ganze Sache mal auf. Ich habe das Würstchen gegessen. Bist du jetzt zufrieden? Und den Donut werde ich jetzt auch essen. Oh, okay, kein Tier? Ich hätte es mir ja gleich denken können. Papa ist ganz schön gefräßig.